Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Match Empires at War. Das zweite aus der Gruppe E. Wir haben einmal in Blau The Mister und in Rot Give You Anxiety. Wir haben Engländer gegen Abbasid-Dynastie. Man sieht deutlich, wir starten auf Woodwall. Und tatsächlich, beide haben sich über den Qualifier hier reingekämpft. Also The Mister, dadurch, dass er recht inaktiv war, in der letzten Zeit hat er nicht das Punkte-Rating, dass er automatisch qualifiziert ist. Und somit musste er den Weg über den Qualifier gehen, genauso wie sein Gegner. Ja, wir starten erstmal in den Kulturflügel. Ratshalle höchstwahrscheinlich bei den Engländern. Ein weiteres BO5 von den beiden. Der Marktplatz plus die ganzen Häuser hier drumherum. Kulturvögel hilft, um eine Wirtschaft aufzubauen. Währenddessen gibt es hier dann Langbogenschützen. Und da wandert man auch schon raus zu den ersten Steinen. Währenddessen die Späher noch den Rest der Map absuchen. Tatsächlich gerade mal gucken, die anderen beiden Spieler aus dieser Gruppe, die waren beide übers Punkte-Ranking. Also es ist immer so, zwei aus dem Qualifier, zwei aus dem Punkte-Ranking. Und die beiden nehmen die aus dem Qualifier. Weil das oft so lief, dass tatsächlich ein Qualifier-Spieler gegen einen Ranking-Spieler antreten muss im Auftakt-Match. In dem Fall jetzt aber nicht. Da ist es so, dass die beiden Qualifier-Teilnehmer direkt aufeinandertreffen. Man sieht, hier wird auch ein bisschen Steine gesammelt, aber nicht so viel. Da gibt es einen Außenposten, da gibt es Ärger mit dem Späher. Die Wahrzeichen sind da. Bewahrung des Wissens kommt direkt für den Mister. Und dann wird der Weg relativ schnell in die Ritterzeit führen. Hat schon 700 Nahrung, 300 Gold. Also einen drauflegen. Sobald er das hat, hat er nämlich die Kostenersparnis für den Flügel. Das kostet dann 960 Nahrung und... ich glaube, 450 Gold oder so. Was sind es? 20%? Ja, 20%, die da runtergehen. Nicht 540 Gold, glaube ich. Irgendwie so. Auf jeden Fall weniger kostet es. Das ist das Wichtige. 480 sogar nur. Also nochmal weniger. Und das hat er dann gleich beisammen und kann den nächsten Flügel sofort weitermachen. Währenddessen baut sich der Gegner gerade mal das zweite Dorfzentrum auf. Also richtig zügige Ritterzeit. Militärflügel dann auch als nächstes für den Mister. Das ist, ja, viel schneller kann er die Ritterzeit fast nicht erreichen, das ist aber 7-Dynastie. Ein paar Steine nebenbei gesammelt. Frische Lebensmittel kommen noch mit dazu. Spart natürlich jetzt auch weiter an allen Upgrades das Geld. Das betrifft auch das Ding hier. Überall Kostenersparnis kommen mit dazu. Kasernen werden errichtet und dann kann ein bisschen Druck auf den Gegner losgehen. Mit den ersten Einheiten, die man daraus dann bauen kann. Ja, das sind da draußen. Ein paar Schafe werden noch durch die Gegend getragen. Der Späher sieht, dass das zweite Dorfzentrum ein Thema ist. Und da wird dann hier Gold gesammelt. Anxiety wird in Kürze mitkriegen, dass der Gegner schon gleich im Zeitalter weiter ist. Da gibt es erstmal das nächste Set an Felder für die Engländer. Einheiten Dänisch tatsächlich, wir haben militärisch noch gar nichts. Das ist ein sehr ruhiger Start von den beiden. Da kommen auch noch Wirtschaftsupgrades mit dazu. Aber in 30 Sekunden dann Militärflügel, dann spawnen automatisch zwei Einheiten. Und da wird sich dann... Gefühlungszeit hier auch drauf anpassen. Da sieht, er hätte fast genügend Steine gesammelt, um ein zweites Dorf um nochmal dazu zu setzen. Also, dass er auf 3 hochgeht. Da fehlt hier nicht viel. 50 weitere Steine. Also, hat er sehr viel eigentlich gesammelt, das er gar nicht verwendet hat. Macht jetzt auch nicht unbedingt so viel Sinn für ihn. Aber gut, da geht's los mit dem Militärflügel. Und sofort Ghulam werden in die Produktionsschleife gequetscht. Es soll militärisch was rund gehen. In der Zeit, wo sein Gegner das noch nicht kontern kann. Weil Langbogenschützen sind jetzt nicht so geil gegen schwer gepanzerte Einheiten. Zumal da Fernkampfrüstung auch folgt. Also das ist wirklich eine etwas ungemütliche Zeit für Give You Anxiety. Eine Strategie, die man so auch ein bisschen vom Heiligen Römischen Reich kennt. Mit Aachener Kapelle in den schnellen Burggrafenpalast und dann schleudert man Waffenknechte auf den Gegner. Das ist im Prinzip dieselbe Strategie, nur andere Zivilisation. Natürlich ausgeholfen durch den Turbo-Start, den man in diesem Spielmodus hat. In dem Imperiumskriegen. Ja, die Ghulam laufen los. Die Ghulam haben ein klares Ziel und Anxiety braucht erstmal ein Wahrzeichen. Und es kommt der Weiße Turm. Das ist sinnvoller für die Verteidigung. Und nochmal ein Dorfzentrum wäre auch fast ein bisschen Overkill gerade in seiner Situation. Stattdessen gibt es erstmal das zweite Dorfzentrum für den Mister. Also rüstet da danach mit der ersten Welle an Ghulam, die jetzt hier eintreffen. Das Wahrzeichen halb fertig bisher. Also es wird ein bisschen Stress noch an den Dorfbewohnern geben. So, hier wird... okay, die Späher lenken gerade ab. Und das sorgt dafür, dass der Turm fertig wird. Das hilft. Das hilft deutlich, um die Situation unter Kontrolle zu haben. Trotzdem wird man hier und da ein bisschen jetzt belagert. Ein paar Dorfbewohner sind durchaus in Gefahr. Aktueller Dorfbewohner-Vorsprung ist 8 Stück. Fernkampfrüstung ist momentan eine 5. Damit die Pfeile nicht so wehtun. 6er Rüstung kommt erstmal noch nicht. Erstmal kommen Wirtschaftsupgrades für den Mister. Also er pusht danach seine Economy hoch.
aber kann nicht wirklich Schaden finden gerade. Er macht dem Gegner aber durchaus ein bisschen Angst. Man sieht, hier gibt es auch ein bisschen Ärger am Stein. Tatsächlich genügend Stein für nochmal Dorfzentrum. 350. Gerade so genug. Würde reichen für ein weiteres, wenn er sich das setzen möchte. Und jetzt kommen die ersten Armbrustschützen für die Verteidigung. Parallel scoutet man hier nochmal durch. Aber das Game läuft einfach weiter und es gibt noch mehr Steine auch für den Mist. Also auch er könnte ein drittes Dorfzentrum setzen, wenn er wollte. Wenn das so weitergeht. Fehlt nicht mehr viel dafür an Ressourcen. Schon wieder 700 Nahrung tatsächlich angesammelt. Ne, schnelle Imperialzeit wäre jetzt noch lustiger. Da kommt das dritte Dorfzentrum tatsächlich für Gif Anxiety. Noch mehr Economy-Fokus. Da gibt es ein bisschen Stress allerdings. Und das kann dann eben der Mister ausgleichen mit seinem eigenen in Kürze. Hat die Ressourcen jetzt eigentlich selber dafür parat. Versucht das Dorfzentrum anzugreifen. Man sieht die Pfeile. Falscher Waffenknecht. Falscher Gulam. Entschuldigung. Kassiert schon ein bisschen mehr Damage. Also die Rüstung noch nicht krass genug in dem Fall. Das Dorfzentrum wird ein bisschen angegriffen. Fehlt auch einiges an Hitpoints, aber es kommt trotzdem durch. Auf der anderen Seite hat das Dorfzentrum noch nicht begonnen. 500 Steine jetzt schon gesammelt. Also kein Interesse an einem dritten, wie es gerade den Anschein macht. Währenddessen die Kamerad haben sich auch zurückgezogen. Also noch keinen Damage auf die Dorfbewohner gab es da bisher. Stattdessen die Wirtschaft ab jetzt nochmal hochgepusht. Insgesamt 58 zu 48. Da kommt es. Da kommt Dorfzentrum Nummer 3 für den Mister. Und profitiert natürlich von den frischen Lebensmitteln. Seine Dorfbewohner kosten nicht ganz so viel. Seine Upgrades sind relativ stark. Da muss Anxiety erst noch mitziehen. Aber ansonsten ist das verhältnismäßig ruhig, das Game. Also beide bauen da einfach weiter. Jetzt ist eine Moschee da für die Reliquien auch. Da läuft erst die Mom durch die Gegend. Dorfbunde wandern weiter raus. Können da vielleicht noch versuchen, Palisaden schon zu setzen, um die Map ein bisschen abzugrenzen. Gibt ja die zwei Haupteingänge. Gut, der Wald wird jetzt angebrochen. So langsam arbeitet man sich auch da rein. Mehr Felder für die Engländer. Also Anxiety stellt seine Nahrungsversorgung um und tatsächlich... Bei ihm führt der Weg tatsächlich schon sehr nah an die Imperialzeit, wenn er so weitermacht. Mit drei Dorfzentren. Er ist relativ greedy unterwegs, muss man da schon sagen. Und das wird die Imperialzeit werden. Mit den ganzen Feldern hier. Das Gold ist da. Er baut keine weiteren Einheiten. Und da gibt es nochmal Dorfzentren für... Also das Spiel nimmt gerade ganz andere Ausmaße an, als ich das erwartet hätte. Aber gut, wir lassen die beiden mal machen und schauen, was am Ende dabei rumkommt. Weil auch der Mister, seine Ressourcen werden auch gerade mehr. Sein nächster Vögel kostet ja auch nicht ganz so viel. Spart sich da tatsächlich über 400 Nahrung und über 200 Gold für die nächste Stufe. Im Vergleich zu einem vollen Wahrzeichen tatsächlich, wie wenn man einen schwäbischen Palast baut. Quasi selbe Kostenregion. So, da haben wir jetzt das Geld dafür gefunden. Er kann den nächsten, ja, das nächste Defensivwahrzeichen hier reinknallen. Es ist ein ziemlich seltsames Game, aber gut. Reliquien werden aufgesammelt, Speer kann nichts dagegen tun. Die Ambroschützen chillen zu Hause. Zwei Reliquien bisher für den Mister und er kann dann seinen eigenen Flügel gleich starten. Also Imperialzeit. Die beiden haben Geduld, was das Thema betrifft. Währenddessen wächst die Wirtschaft weiter. Mister holt jetzt ein bisschen auf in den Dorfbewohnern. Bei ihm kommt jetzt der Wirtschaftsflügel als noch Weg in die Imperialzeit. Die drüben, die Ulam, sagen ein bisschen Hallo zu den Dorfbewohnern. Das Dorfzentrum bröckelt kurz, weil es eben unter den ersten Schwellenwert gefallen ist, wo die Schadensanimation quasi reinkickt. Und er hat drei Reliquien jetzt. Und da die vierte Reliquie. Und auch die fünfte Reliquie. Also der Mister holt sich da einiges. Ja, das wird hier eine Palisade entsprechend gebaut, um den Gegner, wie gesagt, wegzublocken. Und die Frage ist, ob die Reliquie da oben tatsächlich ankommt. Goldenes Zeitalter kommt noch mit dazu. Schnellere Upgrades dadurch. Also es ist sehr viel Setup gerade. Die beiden bringen sie in eine richtig mächtige Position. Drittes Mal Nahrung und Umzäunungen. Also Full Power aus den Feldern von den Engländern. Mehr Nahrung geht dann nicht und mehr Ressourcen gehen dann nicht, weil Gold kommt jetzt halt auch noch mit dazu. Das sorgt ihn sehr, sehr gut für den Rest des Spiels, je nachdem wie viele Felder das noch werden. Er hat schon einige davon. Also der Gegner hat dafür natürlich die ganzen Reliquien aufgesaugt. Der Ambroschütze wird dann nochmal weggeblockt. Die Palisade ist quasi da. Am Ende 12 Stück, das kann man einreißen. Aber die Reliquie ist gesichert, das war das Wichtige. Hier unten gibt es noch ein bisschen Präsenz. Der andere Speer ist gestorben, im Zeit sieht also gar nichts mehr von der Map. Hat nur noch sein eigenes Gebiet und wandert jetzt aber mit seinem Militärmann raus. Hat jetzt selber Waffenknechte gebaut, ist noch auf Stufe 2. Er ist Zeitalter 4. Aber gut, da ist noch Nachholbedarf, was Upgrades betrifft, weil da war das Geld bisher nicht da. Das ganze Geld wurde gesammelt und in die Imperialzeit gestopft. Entsprechend ist da jetzt ein bisschen, ja, Aufholbedarf. Geharnischt kommt noch. Wenn das ein Gulam kriegen, Elite-Upgrade, da kommen 10 schon hin, weil klar, das, ja, lohnt sich bei 5 Reliquien definitiv. Wirtschaftlich inzwischen 92, 98. Der Wald hier wird dünner. Mister überholt bald seinen Gegner, was Wirtschaft betrifft. Man hat ihn jetzt eh schon überholt mit den 4 Reliquien. Wobei die Felder der Engländer sind da etwas, was man noch mitkalkulieren muss. Und das ist sehr, sehr viel an Ressourcen, was da reinkommt. Sehr viel, was an Nahrung reinkommt. Mit den Dorfbewohnern, die sind sehr effizient, was das Sammeln hier betrifft. Aber in der rohen Anzahl ist der Mister jetzt dran an seinem Gegner. Knallt hier einen Bergfried mit rein. Kann er noch die geweihten Städte mit einnehmen. Also er schnappt sich da wirklich alles von der Map.
Und ja, 10 Scheune mit 5 Reliquien ist natürlich schon auch geil. Kommen automatisch gut was an Steine mit dazu. Hat die fünfte, doch, er hat die fünfte auch jetzt abgegeben. Also zwei Moscheen, voll gefüllt. Und geben gleich auch richtig fette Ressourcen in alle Richtungen ab. Dann noch, okay, da kommen sehr spät, aber sie kommen, der fruchtbare Halbmond. Natürlich, weil der Wirtschaftsflügel sehr spät erst kam für die Imperialzeit. Entsprechend hat das gedauert. Die Armee von Gefühlungsseite ist in Bewegung. Wir sind bevölkerungstechnisch tatsächlich sehr gleich. Sehr, sehr gleich auf. Wir haben Ambruchschützen, Waffenknechte auf beiden Seiten quasi. Also schwer gepanzerte Infanterie. Und eben die Ambruchschützen dazu. Da nochmal Wirtschaftsupgrade Stufe 3 und die Landwirtschaft für nochmal mehr Nahrung. Also, dass Mister da auch mithalten kann. Und jetzt bekommt er aber einen Angriff auf sein Dorfzentrum. Und das ballert jetzt die 150 Steine pro Minute, was er da bekommt. Und da muss man trotzdem... Gott, das Dorfzentrum wird einfach runtergebrannt mit den ganzen Fackeln. Jetzt der Versuch, diesen Vorsturm zu stoppen von Giffy und Xiety. Ist da sehr tief reingelaufen. Hatte das Gefühl, er kann da was bewegen. Aber da kommen jetzt viele Gegner. Steine hat noch mit dazu, wie man sehen kann. Und da wird sein Militär doch ein bisschen abgeblockt. Der Mister ist da stark genug, um im Kampf anzugehen. Schmiede-Upgrades kommen da auch noch mit dazu. Einheiten-Upgrades kommen noch mit hoch bei Gefühl-Anxiety. Aber sein Trupp hier wird erstmal zurückgeschlagen. Läuft hier trotzdem weiter. Da ist jetzt der Bergfried ein bisschen im Weg. Da bauen die Dorfmann gerade den Außenposten. Wollen sich hier mal festsetzen. Da gibt es noch einen weiteren Außenposten. Man hangelt sich da zum Gegner näher ran. Die Ambruchschützen werden währenddessen zerstört. Die Waffenkette laufen noch ein bisschen weiter. Infanterie-Upgrade noch für die Gulam. Da fehlen dann noch die Universitäts-Upgrades. Da kommt jetzt das erste Elite-Armee-Taktiken. Für mehr Hitpoints, für mehr Damage. Der Wolf will noch ein bisschen mitmischen. Hier draußen ist eine ganze Station aufgebaut. Bergfried kommt auch hier mit dazu. Also aktuell, der Mister krallt sich sehr viel von der Map. Hier hinten waren nochmal Steine weggesammelt. Die Felder sind alle online für Giffings. Also sein Setup ist jetzt auch nicht schlecht. Sammelt aktiv Gold. Er sammelt Gold über die Felder. Da kommt gut was rum. Kann sich Upgrades weiterleisten. Der Wald wird hier aber immer dünner. Also eventuell haben wir bald den dritten Durchgang in der Karte. Und hier wird die Armee aber auch wieder zurückgeschlagen. Der Bergfried hilft. Die geweihte Stätte hier ist eingenommen, die oben noch nicht eingenommen, weil der Imam den Spot verfehlt hat. Aber auch da kommt ein Bergfried, die Waffenknechte werden immer weniger, diese teilen sich weiter auf. Gehen da quasi mal scouten für Gefühlungsseite. Das hat jetzt mal so einen Blick, was, wo der Mister überall hat. Und der Mister hat sehr, sehr viel. Also er steht seinem Gegner wirklich in nichts nach. Weitere Upgrades folgen, ne? Die Dorfbewohner vielleicht ein bisschen in Gefahr. Ne, die Ambuschützen klären das mit den Gulams zusammen. Da haben sie die ersten Handrohrschützen mit dabei. Und am Ende sammelt jetzt hier einmal der Trupp. Da waren die Armeen jetzt auch größer und treffen aufeinander, wie man sieht, 53, 32, also der Mister hat da gerade mehr. Geht Richtung 200, auch da fehlen noch ein paar Upgrades, gerade Elite für die Armbrustschützen. Die Langbögen mischen sich hier mit ein, Außenposten hilft mit Aura. Trotzdem, Map Control ist natürlich deutlich bei der Mister besser. Und ja, den nächsten Durchgang haben wir in Kürze. Da kommen auch nochmal Felder mit dazu, um die Nahrungsversorgung umzustellen. Ja, da kommen deutlich mehr Felder mit dazu, damit das läuft. Aber ansonsten... Das andere ist da schon gut aufgerüstet. Da oben jetzt auch der Besuch. Da wird eine Steinmauer. Die Steinmauer wird auf der falschen Seite gebaut. Aber gut, selbst dann könnte man außen rumlaufen. Aber das heißt, Projekt Steinmauer wird erstmal unterbrochen von den Gulam. Da bauen einige dran. Aber einige Dorfbewohner werden das nicht überleben. Da muss man nachsetzen, Unterstützung schicken, dass das was wird. Waffenknechte bewegen sich dahin. Brandpfeile kommen für die Langbögen. Währenddessen kommt ein Haufen Kram auch für den Mister noch mit oben drauf. Er könnte theoretisch noch den Handelsflügel nachziehen irgendwann, wenn er Bock drauf hat. Wenn er das Geld dafür hat. Und da kommen jetzt noch Elite-Armee-Taktiken auch für ihn. Da sieht man eben den gebremsten, das gebremste Projekt Steinmauer, wo Gefühlungsseite sich hier nicht ganz absichern kann. Sondern mehr darauf aufpassen muss. Er flieht da auch wirklich jetzt einiges an Dorfbewohner, muss man sagen. 8 Stück down, 120, 127 gesamt. Hier versucht man sich oben wieder ran zu bewegen. Der Bergfried hat das nicht alles in Reichweite. Trotzdem ist es so viel Infrastruktur da für den Mister einfach schon. Da stehen so viele Gebäude rum. Militärisch 70 zu 50. Der Trupp hier oben trifft jetzt auf Gegenwehr und ist da auch unterlegen. Aber die Truppe ist ein bisschen aufgeteilt. Das heißt, die Steinmauer kann weitergebaut werden. Hier und da blinkt es ein bisschen, aber das wird abgewehrt, wenn es hier unten bewegt, sich ein größerer Trupp heran. Aber da kommt ebenfalls eine Antwort. Und da laufen viele Fernkämpfer in viele... Oh, Move Command. Lange Move Command. Das tat weh. Da hinten heilt auch tatsächlich noch ein Imam mit. Die nächsten Upgrades folgen tatsächlich. Schmiede-Upgrades sind gerade sehr, sehr einseitig. 3-0-2-1 zu komplett 0. Es wird besser für Gefühlungsseite. Das sniped doch gerade ein paar Dorfbewohner raus. Hat jetzt 5 Kills gemacht zu den 15 auf der anderen Seite, weil hier gibt es auch immer noch ein bisschen Ärger, wie man sehen kann. Auch da war ein Dorfbewohner angegriffen. Beide Seiten leiden da ein bisschen. Währenddessen wird der Trupp aber weiter verfolgt. Der Trupp hinten, für den gibt es gerade noch keine direkte Antwort. Hier unten ist auch noch ein bisschen Ärger. Da will man Bergfried setzen. Tatsächlich offensiv. Man hat sich durch den Wald durchgearbeitet und plötzlich steht der Mister da und beansprucht die Mitte der Karte für sich. Und oh, ist hier halt voll dran an den Dorfbewohner, die Holz sammelt. Das wird richtig eklig, gerade für Gefühlungsseite. Das kostet ihn sehr, sehr viel Economy. Parallel sein Angriff hier wird zurückgeschlagen. Seine Hätten hier machen gerade nicht allzu viel. Können noch ein bisschen Schaden anrichten. Aber das große Problem ist jetzt das Ding hier. Der Bergfried ist nämlich fertig. Und damit wird hier automatisch auf Dorfbewohner geschossen. Das wirkt sehr viel Fläche ab. Da kann man theoretisch eine ganze Reihe an Häusern wegräumen. Zudem läuft der geweihte Sieg. Also es läuft besser und besser für den Mister in der Position.
farmt da überall Kisten. Überall sind seine Einheiten hier drin. Also, Giffjung, seid ihr, hat richtig Probleme gerade von allen Winkeln. Seine Economy wird gerade mächtig lahmgelegt. Seine Fläche wird mächtig kleiner. Was kann er da noch machen als Gegenwehr? Ich meine, es arbeitet trotzdem noch einiges, wenn man erst noch über 100 Dorf wohnt. Aber trotzdem, man sieht es überall blinken in seiner Basis. Das ist kein gutes Signal, wenn es überall Probleme gibt. Und das ist halt so der hauptkritische Punkt. Da kommen nicht bald noch Ramböcke mit dazu. Und dann wird es hier richtig unangenehm für die Häuser. Zudem ist hier Kämpfen schwierig, wenn der Bergfried im Weg steht. Selbst die Waffenkette leiden darunter. Auch wenn deren Rüstung wirklich massiv ist. Hier findet man auch nochmal Dorfbewohner zwischen 43 Kills. Also ja, es ist schon sehr viel auseinandergefallen. Das wird immer schlimmer. Das Gebäude regnet Damage, dass es nur so raucht. Also der gefüllte Palast, den man sieht, es ist abartig, was an Damage da rumkommt. Aber trotzdem vertreibt es die Dorfbewohner hier. Und in der Mitte und oben geht es immer noch weiter. Da ist ein großer Trupp, der greift hier an. Da ist ein Tribok, der versucht, den Bergfried loszuwerden. Währenddessen kommen hier weitere Belagerungswerkstätten. Mehr Upgrades kommen noch für den Mr. S bei 200. Sein Gegner ist bei 150 nicht mal. Und kriegt trotzdem von allen Ecken Probleme. Da ist hinten das Auto nicht geklärt. Selbst hier werden Dorfbewohner gejagt. Die Verluste stapeln sich wirklich. 60 Dorfbewohner jetzt zerlegt zu 9. Wenn das nicht hier, gibt es weiter in den Kampf. Der Tribok macht so sein Ding, die Dorfbewohner reparieren gegen. Und da weitere Belagerungswerkstatt ist da. Wann kommt die Ramböcke, man ist da die Frage. Ja, das tickt natürlich auch der Game Over Timer über die geweihten Städten. Das ist ein schöner Nebeneffekt gerade noch. Und der Mister kriegt Gold ohne Ende dadurch. Also seine Economy läuft jetzt blendend. Die von Giffjung Zeit, die hat mehr als genug Probleme. Kriegt er das nochmal in den Griff? Seine Gebäude schießen, seine Defensivwahrzeichen helfen. Er muss die Einheiten stoppen, er muss den Bergfried stoppen. Es gibt so viel zu tun gerade. Da geht es eben an die Häuser, was ziemlich nervig ist. Weil die halt alle hier stehen in Reichweite vom Bergfried. Da kommen immer noch mehr Belagerungswerkstätten, um das Problem zu vergrößern. Und wenn die Triebwerke machen ihr Ding und die Triebwerke bleiben weiterhin am Leben, damit ist Möglichkeit eines Befreiungsschlags da. Und die Steinmauer hier drüben steht auch, dass da nichts weiter durchlaufen kann. Aber das Problem ist, es kommt halt jetzt gerade direkt mitten durch. Also der Hauptweg wird verwendet. Der Bergfried ist aber fast down. Soll nochmal repariert werden. Ah, gegen zwei Triebwerke. Nicht so einfach. Die Aura ist auch mit dabei. Ja, das sind die nächsten Einheiten, laufen hier rein. Hier unten, das wurde auch erstmal geblockt. Also ein bisschen Stabilität kommt für den Spieler in Rot gerade zurück. Problem ist, er fliegt währenddessen seine Häuser nach und nach. Und alle anderen Gebäude, die unten noch so stehen. Die Schmieden sind da fällig. Mehr dessen Upgrade, der misst immer noch weniger. Also er findet immer noch weitere Upgrades für sich, für alles Mögliche. Sein Bergfried hält tatsächlich immer noch. Der Damage ist nicht ganz genug. Die Dorfbewohner konnten das Projekt retten, konnten den noch weiterziehen. Und währenddessen werden noch mehr Häuser abgeräumt, Stück für Stück. Bevölkerungskapazität schrumpft runter auf 160. Also es wird in Kürze zum Problem, die Bevölkerungskapazität. Ja, 150 jetzt. Also es ist jetzt ein Problem. Es ist jetzt schon aktiv ein Problem. Hier hinten werden die Triebwerke immer noch bewacht, dass die ihren Damage machen können. Der Bergfried ist nach wie vor ein Problem, das nicht weggeht. Die Häuser werden immer noch weniger. Die Infrastruktur wird immer noch weniger. Die Führungszeit, die hat Schwierigkeiten. Hat es mal hier ein bisschen Ruhe. Problem ist trotzdem, er muss das hier wegkriegen. Und das wird gerade eher schlimmer als besser. Das Wahrzeichen fällt. Die Rampe, die Rambock-Parade, 7 Stück und es werden immer mehr. Ein Wahrzeichen weniger, die Rampe gefahren weiter und zerlegen immer noch mehr. Und der Bevölkerungskapazität wird jetzt ein dauerhaftes Problem. Hinten wird das ersetzt, aber das kostet Holz. Holz, das Giffjung Zeit gerade nicht unbedingt hat. Also er hat so viele Probleme. Und dann kostet es Felder, es kostet Fläche, es kostet Verteidigungsanlagen. Es kostet Produktionsgebäude bald. Also es wird hier immer schlimmer. Die Ramböcke machen einfach fröhliche Dinge. Farmen Kills und Kills und Kills. Währenddessen die Armee hält trotzdem den Gegner hier in Schach. Der Bergfried hält immer noch durch. Der beste Versuch jetzt hier nochmal mit den Fähigkeiten der Langbogenschützen. Mehr Damage, mehr Pfeilregen auf die gegnerischen Einheiten. Aber der Mister geht hier halt einfach nicht weg. Im Gegenteil, er pflügt sich weiter durch das Gebiet hier durch von Giffjung Zeithi. Der ist bei 140 jetzt Kapazität. Und ja, lebt da gerade am Limit, hat jetzt neue Häuser fertiggestellt, aber das wiederum kostet die Ressourcen, die Einheiten hätten sein können. Und jetzt geht's ins nächste Wahrzeichen. Der weiße Turm leidet gerade massiv, der ist auch ein Produktionsgebäude. Daneben steht das Dorf, und das dann auch leiden könnte. Die Schmieden sind jetzt zerbrochen. Also hier ist komplett Zerstörung angerichtet worden. Da stehen sogar noch ein paar untätige Ramböcke mit rum. Also da geht sogar noch mehr. Die Dorfbewohner mischen sich mit ein. Die Triebwerke geben ihr Bestes ab. Der Bergfried steht noch immer. Der Bergfried fällt einfach nicht um. Währenddessen der Timer schon 5 Minuten runtergedroppt. Also für Giffjungseite die Chancen schwinden. Gerade sein Hauptdorf zum Krieg jetzt Probleme. Seine ganzen Felder hier vorne wurden abgeräumt. Die Einheiten hinten stehen immer noch, fighten immer noch. Und wie man sieht, militärisch 16 zu 52 hinten drin. Gibt es jetzt hier auch noch ein bisschen Ärger. Also ich sehe da echt keine Zukunft mehr für Giffjungseite. Er ist inzwischen in so einer schlechten Lage. Die Infrastruktur in so einem schlechten Zustand. Sein Hauptdorfzentrum. Es wird mit sämtlichen Dorfbunden hier irgendwie beschützt. Problem ist, das kostet noch mehr Economy. 91 Kills zu 16. Und das Dorfzentrum fällt halt trotzdem. Hitpoints schrumpfen dennoch. Und die Ramböcke nehmen hier kein Ende. Man sieht, der arbeitet sich schon weiter zum nächsten. Also nee, die Schneise ist nicht zu halten. Das Game ist gelaufen. Ja, einfach. Konnte das nicht stoppen. Das ist so die Grundessenz. Er konnte das einfach nicht aufhalten. Damit hat sich das Thema dann erledigt. Der Mister hat sich wirklich festgebissen und dann einfach alles weggeräumt, dass die Ramböcke dazu kamen.
Relativ eklige Strategie, aber sie funktioniert. Selber den Eingang geschaffen und danach sich festgesetzt. Strategisch stark gespielt und 1-0 Führung für den Mister. Wir machen weiter auf Regions. Osmanen gegen Mongolen. Das nächste Matchup zwischen den beiden. Neben die 1-0 Führung jetzt für The Mister. Nachdem Gefühl Xanity zwar einen soliden Start hatte. Auch ein bisschen spezielleren Start, aber ja, konnte dann plötzlich sich nicht gegen den, gegen die gefestigte Position von The Mister wehren. The Mister fängt ja auch schon stark an, wie man sieht. Zwei Kasernen, massenhaft Sperrkämpferproduktion. Also auch hier Early Game Action ist geplant. Gegen die Mongolen, gegen die Konstellation hier draußen, wo die Weiden und das Obo steht. Ja, das sind kommen die Hirschsteine bei seinem Gegner. Da sehen wir, wie erfolgreich die Konstellation ist. Der Späher sieht das natürlich, was da alles gebaut wurde. Dass man weiß, worauf man sich einstellen muss. Theoretisch lohnt es sich, die Gebäude einzupacken und näher ans Dorfzentrum zu fahren. Nicht, dass da irgendwas gesniped wird. Gut, fürs Obo funktioniert das nicht. Das ist hier, das wird hier dann zurückgelassen. Da gibt es jetzt einen eigenen Stall, wobei gegen Sperrkämpfer gar nicht mal so hilfreich. Schießstand geht aber erst, wenn die Feudalzeit da ist. Da waren die Fackeln ausgepackt. Die Frage, versucht man es noch an den Weiden oder geht man einfach direkt aufs Obo? Aktuell geht es direkt aufs Obo. Wenn das nachzubauen, kostet auch schon ganz einen Satz an Holz. Ja, das Goldader wird auch noch ein bisschen gerade genervt, weil die ist weiter weg vom Hauptdorf. Das heißt, hier kann man Dorfbohnen angreifen. Außenposten sind nicht da. Die Sperrkämpfer könnten sich alle nach vorne orientieren von der Mister. Der baut jetzt selber an seinem Zwillingsminarett. Ja, somit hier Dorfbohnen werden belagert, werden angestochen. Das Obo leidet, aber ja, die Kondition fehlt ein bisschen. Ich denke, er sollte entweder das eine oder das andere machen. Das würde ihm mehr helfen. Der Außenposten wird nämlich dann fertig. Ohne größere Schwierigkeiten. Jetzt kommen die Dorfbohnen angelaufen. Auf den Außenposten. Aber jetzt ist das Ding halt fast durch. Und das heißt, das fängt jetzt an zu schießen. Und damit macht man da nicht mehr so viel. Er versucht trotzdem, das jetzt einzubrechen. Aber man sieht, der Damage ist einfach nicht da für den Mister. Das entfällt jetzt nach und nach Einheiten. Also die Aktion lohnt sich weniger und weniger. Je länger er hier bleibt, solange die Reparatur läuft, kann er das nicht wirklich gewinnen. Selbst mit der selbst ohne Reparatur hält der Außenposten lange Stand und macht sehr viel Damage. Hätte er da sofort alle Sperke von da vorne geschickt, wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen. Jetzt haben wir einen Kishik hier mit dabei, der wiederum muss aufpassen. Er macht einen guten Charge tatsächlich, nimmt den angeschlagenen Sperrkämpfer raus. Und somit steht das Obo jetzt halt auch noch. Also am Ende hat der Mister hier nicht viel rausgeholt aus seiner Aktion. Kishik leidet jetzt aber nochmal. Der Khan versucht das hier zu stoppen. Schießstand gibt es noch nicht, da wird einer gerade gebaut. Ein Kishik ist eben nicht genug. Der bräuchte quasi einen ruhigen Moment, wo er was angreifen kann, damit er wieder Hitpoints regeneriert. Somit kommt hier, ja, Kishik meldet sich kurz. Doppelproduktion gibt es da noch. Robo wird kurz repariert. Und die Sperrkämpfer könnten jetzt hier Upgrade kriegen für den Mister. Er ist jetzt nur vor der Allzeit angekommen. Das heißt, in 10 Sekunden sind seine Sperrkämpfer stärker. Damit kann man zumindest das Obo einreißen. Also zumindest jetzt mal etwas an Schaden gemacht für den Mister. Nachdem er da so viel rein investiert hat, wir sind schon bei 10 Sperrkämpfern in den ersten 3 Minuten. Kishik nochmal kurz vorbeigeschaut, will nochmal einen Angriff starten, nochmal sich kurz heilen, muss halt aufpassen, dass er keinen Piekser abkriegt, ansonsten ist er down und das ist gerade auch so passiert. Die nächsten Kishik spawnen, die nächsten Kishik halt rein in die Sperrkämpfer, das ist ungesund und einen zieht die Führungsseite. Er verliert da doch einige wertvolle Einheiten, auch der Khan geht drauf, also das Sperrkämpferproblem hat er noch nicht im Griff, weil jetzt kommen erst Bogenschützen mit dazu. Die klären das dann, aber die Kishik hier rein zu pumpen war halt, ja, quasi Not, weil er irgendwie das Obo am Leben halten wollte, dafür hat er halt Kishik verloren, die doch gut was kosten. Aber am Ende bleibt das Obo am Leben. Bei The Mister gibt es nochmal ein bisschen mehr Produktion hier drumherum. Dieses Mal kein weiteres Dorfzentrum. Zumindest bisher nicht. Und mit 5 Dorfbewohnern geht es auch nicht so viel Stein vorwärts. Da werden auch nur noch 4 dran gelassen. Das ist nur für weitere Militärschulen. Für die Mongolen bräuchte man massenhaft Holz für ein weiteres Dorfzentrum. Das sehen wir aktuell auch nicht. Also das Game läuft dann erstmal weiter. Tatsächlich, Gefühlsseite hat schon recht solide Ressourcen angesammelt. Wenn er auf eine Steppenredut oder auf einen Kuroltai möchte. Das sind wir jetzt nämlich auch weiter Gold. Bogenschützen sind da gegen die Sperrkämpfer. Und der Mister ist derjenige, der schnell in die Ritterzeit schaffen wird, weil sein Geld ist dafür schon fast da. 800 Nahrung, 600 Gold. Da fehlt nicht viel und die Nahrung kommt. Palisade hier oben. Wird problemlos fertiggestellt. Hier noch eine Palisade, hat also die Ecke dann für sich. Das ist einfach, dass der Gegner da keine Runbys so einfach starten kann. Währenddessen hier die Späher sind noch unterwegs. Tatsächlich, da hat Anxiety auch beide verloren. Er hat keinen Späher mehr. Das macht es für ihn die Map natürlich auch ein bisschen schwieriger. Sieht da nicht mehr ganz so viel. Hier vorne ist ein Kishik gerade unterwegs. Sieht die Steine, sieht jetzt aber einen Schwung Sperrkämpfer. Muss da entsprechend abhauen davor. Kann da nicht bleiben und kämpfen. Und die Rüstkammer wird durchgezogen. Also es geht relativ schnell. Die Palisade bremst jetzt auch den
Kischik hier aus, muss er am Dorfzentrum vorbei. Ist das die Gelegenheit, den zu snipen? Pitpoints hat er aktuell 64. Jetzt noch 58. Sperrkämpfer versuchen ranzukommen. Versuchen ja ein bisschen den Weg abzuschneiden. Schaffen sie am Ende aber nicht ganz. Also der Einheit bleibt erstmal am Leben. Hier gibt es noch keine sperrende Palisade, dass man komplett am Dorfzentrum vorbei muss. Wobei hinten ist halt Sackgasse. Das heißt, einmal muss noch eine Sperrkämpfer vorbei. Der Mister reagiert nicht ganz. Also kriegt nicht den entscheidenden letzten Angriff. Jetzt lassen wir das Wahrzeichen weitergeschüttet und auf der anderen Seite geht es mit den Bogenschützen rein. Da sind jetzt aber auch schon eigene Bogenschützen da und es ging einmal ja, durch das Dorfzentrum durch. Der andere Kischik ist hier, aber auch der kriegt massenhaft Damage ab, auch der fällt. Also für Anxiety lohnt sich das bisher nicht wirklich. Man sieht, sein ganzes Geld ist jetzt in Einheiten geflossen. Er hat sich gegen ein Wahrzeichen entschieden und sein Gegner, sein Wahrzeichen ist gerade fertig. Das ist an und für sich kein gutes Signal für den Mongolenspieler hier. Oder weiß, dass jetzt da technologisch zurückfällt. Wirtschaftlich hat er da auch nichts anderes unterwegs. Er wollte einfach militärisch was bewegen. Aber aktuell Kampf gegen das Dorfzentrum, gegen den Außenstellen hier, funktioniert das nicht so gut. Upgrades hatte Mister noch keine. Einige Dorfbund jetzt einquartiert, um eben die Bogenschützen weiter abzuwehren. Es sind auch nur noch drei unten. Die Einheiten versuchen es auch nochmal weiterhin. Jetzt haben sie Pai mit dabei, der räumt da problemlos die Bogenschützen auf. Und die Frage für den Spieler in Rot, was ist sein Spielplan hier? Was ist sein nächster Gedanke? Da ist nicht genügend dafür ein Dorfzentrum, da ist nicht genügend dafür ein Wahrzeichen. Es ist nicht genügend Militär, um den Gegner, glaube ich, zu brechen. Ich meine, wir sind bei 16 zu 15, also ziemlich sicher nicht, vor allem da sind jetzt Waffenknechte mit drin. Mangel wird noch ein bisschen dauern. Ich meine, man kann hier ein bisschen belagern, ein bisschen den Gegner laufen, ein paar Gebäude angreifen. Gerade die Kischik nutzen das aus und können sich damit hochheilen, wenn sie das Gebäude hier abfackeln. Parallel die Bogenschützen wollen sich hier annähern. Aber aktuell der Mister kann sich auf jeden Fall hier weiter verteidigen. Sein eigener zweiter Speer wird gerade zerstört. Der wagt sich zu weit nach vorne und wird weggeschossen. Damit haben keine der beiden hat mehr einen Speer. Doch, der Kahn theoretisch ist ein Speer. Das wollte ich sagen. Aber der ist hier mittendrin in der Armee. Und eine Kaserne wird gerade niedergefackelt. Also zumindest etwas. Produktion Waffenknecht wird da gerade fertig. Und die Frage ist, wann will der Mister versuchen, diese Armee zu brechen? Wartet er wirklich bis noch auf die Mangel? Das dauert noch anderthalb Minuten. Hinten hat er die zwei Militärschulen, allerdings ohne Schmiede. Die laufen dann auch nicht so schnell. Hier gibt es jetzt neues Holz. Dann hat es bisher ein bisschen gemangelt. Also tatsächlich, die Truppe macht dann doch mehr und mehr Damage, zerstört Gebäude, farmt damit weitere Ressourcen, farmt für die Kischik wirklich komplett Hitpoints. Die sind jetzt alle im besten Zustand. Also trotzdem, das Militär, es tut was. Und das muss es auch tun, sonst wäre das für Anxiety ein wirklich katastrophales Spiel. Reißt hier nach und nach die Produktionsstätte ab. Bringt ja auch wirklich nur, steckt die nur in Brand. Weil ja, er will halt die Ressourcen dann auch noch kriegen, die da rauskommen. Das ist wie eine Pinata für den Mongolen. Ja, die Geschick waren langsam zahlmäßig echt übel. 17 Stück sind es jetzt doch schon. Kasernen fallen auseinander. Das heißt, neue Produktion wird benötigt für den Mister. Die baut er gerade auch auf. Aber verliert hier halt wirklich mehr und mehr. Also am Ende konnte er es nicht rechtzeitig stoppen. Ist die Frage, wäre es sinnvoll gewesen, noch früh da rein zu grätschen, die Geschick, als die noch nicht so viele waren. Jetzt ist der Punkt aber schon verstrichen. Und Sperrkämpfer leidet. Ein Hitpoint, da kann das noch weggeschossen werden. Nein, Pfeil geht auf den anderen. Da sieht man jetzt die neue Schmiede, die zwei Militärschulen. Damit haben wir jetzt drei, wobei die eine könnte gleich fallen. Hier ist jetzt das nächste Ziel. Die restlichen Gebäude wurden schon abgerissen. Die Schmiede gleich down. Da kurz der Versuch, da jetzt ein Gegenzeichen zu setzen. Der Mister upgradet währenddessen auch noch ein bisschen. Für den Anxiety immer noch Geld fließt in die Armee. Jetzt knallt die Mange mal drauf. Aber der Schaden wird gegengehalten dank dem Gebäude, das man kaputt macht. Trotzdem, der Schaden ist insgesamt ein bisschen größer. Die Mangel teilt aus mehr und mehr. Die Militärschule wird erfolgreich abgerissen. Also das sind auch ordentliche Kosten. Und jetzt aber, die Mangel ist auf jeden Fall ein gefährlicher Gegner hier. Es ist kein Konterwerkzeug dafür. Da ist ein 24 Geschick auf dem Feld. Auch das Gebäude wird noch abgefackelt. Das lässt man die Geschick alleine machen. Das Gebäude wird auch dem Schicksal überlassen. Palisade kann man noch aufreißen. Also aktuell Map Control für Give You Anxiety. Mister steht sehr, sehr defensiv. Wirtschaftlich nicht schlecht. Produktion hat natürlich gelitten. Muss das Zeug nachbauen. Und hier versuchte die Kischik nicht sicher, ob er den Kampf will. Jetzt eher weniger. Die Mangel ist tatsächlich hier eine wichtige Einheit für die ganze Verteidigung. Hier die Einheiten heilen sich halt wieder hoch. Also das nervt dann schon ein bisschen, dass das hier einfach so weitergeht. Trotzdem, ja, kein weiterer Schritt im See dafür. Und Kiffjungsseite ist es einfach nur Militär und davon mehr. Das ist sein Spielplan gerade. Währenddessen die Bogenschützen jetzt ein bisschen Ärger kriegen. Der Kampf teilt sich ein bisschen auf. Klar, die Kischik hier sind nicht mehr dabei und dafür fehlt ein Riesenteil der Armee. 16 Kischik sind hier unterwegs.
Also wirklich ein Riesenteil. Das sind die Hälfte aller Geschicke, die auf dem Feld sind. Dorfzentrum wird das einquartiert. Sperrkämpfer werfen sich in den Weg. Dafür die Mange wird hinten gesniped. Die ist jetzt down. Die nächste Mange dauert, bis sie spawnt. Und die Sperrkämpfer tun sich schwer gegen die Geschicke. Aber die Geschicke warten auch weniger dabei. Ein paar Lanzenreiter kommen jetzt noch mit rein. Und damit kann man sich durchsetzen als The Mistner. Der Kampf ist sehr, sehr zäh. Aber die Geschicke sind low. Die Sperrkämpfer sind aber fast alle down. Trotzdem, die Geschicke sind sehr angeschlagen. Das Dorfzentrum farmt dabei nochmal Kills weg. Von den Kishik bleiben gerade mal drei Stück, wenn das in der Truppe jagt, sich auch weiter durch. Und da hat die Führungsseite ordentlich kassiert. Da ist von den Bogenschützen einiges gestorben, von den Kishik hat jetzt deutlich weniger. Und ein Teil oben wird eben noch gejagt, bis die tot umfallen. Die letzten zwei, die da oben noch sind, Fluchtweg gibt es ja nicht, Palisade ist zu. Das heißt, früher oder später, wenn man stehen bleibt, wird man dabei auch abgeräumt. Unten gibt es nochmal einen weiteren Angriff. Weitere Einheiten, die noch reingeschickt wurden, parallel die Truppe wird abgewehrt, hat aber in dem Fall noch den Khan mitgenommen. Der ist jetzt auch down. Hier wird die Jagd angesetzt, die Waffenknechte werden verfolgt von den Kishik, die Bogenschützen drehen wieder um. Aber trotzdem, es ist immer noch Ritterzeit gegen Feudalzeit, die Situation ist nach wie vor dieselbe. Und hier sind jetzt Armbrustschützen mit dabei, also für die Kishik wird das Leben umso schwieriger. Palisade ist wieder, nee, ist nicht wieder geschlossen worden, die ist immer noch offen. Es werden erstmal Reinforcements hier reingebracht, um den Kampf wieder zu drehen. Das sind halt Stufe 3 Einheiten gegen Stufe 2. Also für die Mongolen entsprechend schwierig und weiterhin fließt Geld, fließt Nahrung in die Armee. Mehr Kishik unterwegs. 7 weitere werden gebaut. Bogenschützen sind es nicht mehr so viele mit 11 Stück. Weitere Lanzenreiter kommen angecharged. Schmied-Upgrades hat sich noch nicht viel getan, weil das sind hier, gibt es noch einen Bogenschützen, der ein bisschen nervt. Da kommt gerade eine Mange auch vorbei. Die Einheiten sind weit draußen hier auf Regions und in der Mitte wird weiter aufeinander gekloppt. Und die Lanzenreiter werden hier früher oder später bezwungen. Denen gehen dann auch mal die Hitpoints aus. Das sind einfach gegen zu viele Einheiten aufgestellt. Schaffen das nicht. So mit 18 zu 16 im Militär. Wirtschaftlich immer noch sehr ausgeglichen. Die Kishik sehen jetzt hier ein paar Dorfmode durchwandern, die ziehen sich aber zuerst zurück. Ein paar Netten sind hier, um das abzuwehren. Währenddessen geht es hier wieder nach vorne. Und da kommen die nächsten Reinforcements von anderer Seite wieder. So, Gott, die sind so low, die Netten hier. Sie haben nicht viele Headpoints, währenddessen der Trupp wird jetzt auch abgefangen, früher oder später. Ja, da fällt auch der letzte von der kleinen Truppe. Das heißt, hier kann man an die Bärensteuer heran. Hinten gab es jetzt ein zweites Dorfzentrum für den Mister. Er kann sich sogar nochmal eins leisten, wenn er wollte. Also er bringt sich da trotzdem in weitere vor. Er hat wirtschaftlich nicht mehr viel verloren. Er ist mit seinem Gegner auf Augenhöhe, was das Thema betrifft. Und wird da jetzt eben einen Vorteil aufbauen. Und könnte den sogar noch weiter aufbauen und nochmal ein Dorfzentrum hinklatscht. Wobei das ist ein bisschen greedy. Weil aktuell ist Gifu Anxiety durchaus noch gefährlich mit seiner Armee. Hat alle 1 Upgrades. Hat jetzt, okay, jetzt sammelt endlich die Nahrung. Ist jetzt bei 800. Bei ein paar netten kam er noch. Aber er nähert sich den 1200, die er braucht für sein Wahrzeichen. Wenn das in der nächste Angriff hier vorbeikommt. Die Armee ein bisschen aufgeteilt von der Mister. Wollen sie die Kishik hier wirklich reinwagen? Ja, sie können ein paar Dorfbunde zerstören, aber hier rauskommen ist gar nicht mal so leicht. Weil die Zugänge sind ziemlich limitiert. Und da fightet man am Dorfzentrum. Der Lanzenreiter hält das ein bisschen auf. Die Kishik leiden dabei. Kugelteil wird hochgezogen. Und da kommt jetzt eben die große Lanzenreitertruppe vorbei. Also für die Kishik könnte das sehr, sehr schwierig werden. Der Rest der Truppe hält ja irgendwo Wache. Der hält hier unten Position. Ist die Palisade ist immer noch offen. Okay, da kann man raus. Und da kann man fliehen. Die Kishik wird nochmal aufgeteilt. Aber bei Palisade wird rechtzeitig gebaut. Das heißt, die blockt hier drüben sogar noch. Die Lanzenreiter kloppen da weiter drauf. Da waren nochmal ein paar Dorfbunde gejagt. Aber trotzdem erst 3 Kills auf die Dorfbunde. Das zweite Dorfzentrum wurde gesehen. Da kommt jetzt nochmal der Trupp von der anderen Seite mit vorbei. Also Gefährungsseite. Ja, das ist die Ritterzeit. Leidet dabei noch ein bisschen in Einheiten. Aber er kriegt die Kishik zu einigen Teilen hier raus. Aber nicht alle. Ein paar bleiben auf der Strecke. So, und hier drüben nochmal einen Seitenangriff mit einem weiteren. Also er spielt auf relativ viele Fronten und macht dann keinen schlechten Job. Der Khan kriegt hier halt wieder ein paar Probleme. Mit Terz mit dabei. Für den Mister Bevölkerungskapazität gerade erreicht. Die Mange knallt nochmal mit drauf und weitere Kishik schlagen ein. Jetzt als nächstes kommen Sperrkämpfer mit dazu. Auf beiden Seiten. Kugelteil wird auch gerade irgendwo versetzt. Das wird nach vorne gebracht, in die Mitte tatsächlich. Wo da weitere Lanzenreiter gerade ankommen. Also jetzt ist es der Mister, der versucht den Gegner zu pushen. Die Upgrades sind noch nicht alle da. Für Gefühlungszeit. Die Kishik sind auf Stufe 3, die Sperrkämpfer noch nicht. Aber der Kampf läuft jetzt halt schon. Das Kugelteil baut sich gerade auf. Das hilft jetzt. Heilung und mehr Damage. Rüstungspfeil noch mit drauf, dass man hier durchhält. Die Armbrustschützenden fighten gerade nicht mit. Die Mangen sind auch gerade nicht direkt mit dabei. Es sind 2 nämlich jetzt schon auf dem Feld. Jetzt gab es nochmal einen Satz der Janitscharin mit dazu, um hier auszuhelfen. Wäre das ein Upgrade für die Sipahi. Und hier im Kugelteil. Ja, doch. Sind es schon, dass wir daran abgeht. So, hier wird weiter gefightet am Kugelteil selbst. Also gegen die Heilung, gegen den Bonusschaden. Aber man hat mehr Fernkampf-Damage mit dabei. Und da will sich der Mister einfach durcharbeiten. Und das sieht bisher eigentlich ganz gut aus. In dem Mangel kommt es halt auch mehr mit zum Tragen.
kommen der Sache näher. Und militärisch für Gifion Zeti sieht es jetzt plötzlich mies aus. Er hat nicht mehr viele Einheiten. Und nachbauen fällt ihm gerade auch nicht so einfach. Hier draußen Wahrzeichen in Gefahr, Obo in Gefahr, Produktion in Gefahr. Und da kommt, okay, da kommt dann einfach das GG. Ja gut, er hat lange versucht, auf der Feudalzeit da mehr zu machen, hat einfach nicht funktioniert. Und ich sehe, warum die Maps einen so früh rauswerfen von den beiden. Das ist auch ein bisschen ungewöhnlich, dass das so schnell endet, nachdem dieses Banner kommt. Aber gut, es ist, was es ist. Und wir haben hier, ja, Dorfbewohner technisch sehr ausgeglichen die ganze Zeit. Am Ende mit dem weiteren Dorfzum hätte sich der Mister dann abgesetzt. Aber militärisch Gifjongseite konnte nie so ganz den Damage machen, hat dann die Ritterzeit zwar aufgehört, aber dann war er selber nicht wirklich ready und der wurde vom Gegner überrollt und damit hatte Mister sein 2:0. Und dann habe ich auch direkt die nächste schlechte Nachricht und von den beiden finde ich die dritte Map nicht. Das ist wieder dasselbe Thema. Die Map ist einfach nicht da und das ist dieses Mal nicht meine spezielle Map. Das ist einfach trockenes Arabien. Aber das Replay ist nicht vorhanden, bei beiden Spielern nicht. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, wie das passiert ist. Ja, das war ein Match auf trockenes Arabien, Franzosen gegen Delhi-Sultanat und das hat der Mister eben auch gewonnen und damit ein 3:0 in seine Gruppe hingelegt, in seinem Eröffnungsmatch. Und somit, das ist mir, bis zum nächsten Mal und ciao.